Mein Name ist Hans-Jürgen Scheer. Ich komme aus Hessisch-Oldendorf, Ortsteil Zersen. Mit dem Herrn Branal zusammen gehen wir folgendes Thema an. Es geht auch um Solarenergie in Verbindung mit Nachtspeicheröfen. Wir haben in unserem Haus Nachtspeicheröfen stehen und das sind im Grunde genommen Speicher, die zur Verfügung stehen, um den tagsüber erzeugten Solarstrom bestens in Energie für Heizung umzuwandeln. Das funktioniert aber leider nicht nur mit Zutun der Stadtwerke. Und da haben wir ein kleines Problem. Sie sehen ja selbst, bei uns auf dem Hausdach ist eine PV-Anlage installiert. So, den Strom, den wir hier produzieren, den gebe ich, soweit ich nicht selbst Nutzer bin, zum Beispiel für Waschmaschine, für Spülmaschine, für den Herd, aber auch für meine Nachtspeicheröfen, nur in eingegrenzten Zeiten, gebe ich den Strom ins Netz ab. Das tue ich für 8, schieß mich tot Cent. Und nachts, wenn ich dann den Strom für die Heizung brauche, kaufe ich den für 35 bis 40 Cent zurück. Und das ist ein Ärgernis, was mich wirklich bewegt, wo ich sage, hier machen sich Leute oder machen sich Unternehmen reich zu meinen Lasten. Und das sehe ich ein. Ja, also da darf ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an die DWZ und insbesondere Herrn Branal sagen, der dieses hier hervorragend recherchiert hat und sich mit diesem Thema sehr weitgehend auseinandergesetzt hat, nämlich das, was uns bewegt, die Nutzung der Energie, die die PV-Anlage erzeugt, in unsere Nachtspeicheröfen einzuspeisen. Für uns das Überraschende war ja eigentlich, das haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, dass Herr Scheer hier nicht ein Einzelfall ist. Was mich wirklich überrascht hat, wir haben bundesweit 1,5 Millionen Nachtspeicherheizungen. Ich habe es bislang immer geglaubt, eine veraltete Technik aus dem letzten Jahrhundert, als wir Strom im Überfluss aus den Großkraftwerken hatten. Und vor ein paar Jahren hat die Bundesregierung einfach mal beschlossen, wir verbieten die Nachtspeicherheizungen, weil sie nicht so effizient sind. Und kurze Zeit später sagt die Bundesregierung, oh, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja. Wir müssen die unbedingt behalten, weil da stecken nicht nur die Heizungen mit Wärme, sondern das sind gewaltige Speicherkapazitäten. Und die sind wichtig, wenn wir Überfluss haben an Strom, den wir tagsüber teilweise aus Photovoltaik, aber auch aus Windkraft erzeugen. Und das war das Spannende. Und das andere ist, was mich natürlich enttäuscht, wir haben ganz viele Möglichkeiten gezeigt. Pilotprojekte, ein Unternehmer, der sich ganz stark dafür einsetzt, da flexiblere Einspeisezeiten zu bekommen. Aber wir haben leider nicht die Lösung gefunden. Ja. Obwohl es viele Ansätze gibt, es ist leider so, und deswegen sehen wir das auch jetzt, die Tücken der Energiewende stecken im Detail. Genau, so ist es. Die Ergebnisse, die Rechercheergebnisse haben wir jetzt soweit zusammengetragen. Wir haben im regen Austausch gestanden. Es ist ein umfangreicher Bericht, der dazu erscheinen wird und natürlich zu lesen in der Printausgabe bei uns DWZ, aber auch online dwz.de.